Okay, dann würde ich erstmal Richtung Mobilrad aufbrechen. Wir ignorieren mal das rote Schwert, dort das Symbol. Das, was wir hier haben, das rote Schwert. 27%, ja, schon ziemlich kaputt, aber ich glaube, wir können es noch ein bisschen nutzen. Wir nutzen es einfach noch eine Weile. Für ein paar Kämpfe wird es auf jeden Fall noch reichen. Und vielleicht finden wir irgendwo ein Waffenreparaturset. So, auf zur Schnellreise. So. Auf nach Novigrad. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Gut, vielleicht finden wir mal ein paar Verbündete in Novigrad. Momentan war da kein Hinweis, aber vielleicht ein Dutzend. Das Notklappern war alles ab, rückwärts. Von Novigrad bis nach Weißgarten. Also. Tja, Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Da will ich doch glatt als erstes mal verrückbare Quest. Wir waren das Haus von dem lieben Rittersporn. Können auch erstmal bei dem anklopfen. Den mal fragen. Ich glaube, der war hier in der Nähe des vom Platz des Hierreichen. Das war der goldene Stör. Wahrscheinlich hier. Hier gibt es eine Quest. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Entschuldigen Sie, Mr. Wacher. Sie üben sich wohl im Schweben. Zeigst du mir dein Schwert? Ich behalte dich im Auge. Das sehe ich. Weitergehen! Ja, ich würde dich beim Schweben stören. Na dann. Äußerst verdächtig. Vor langer Zeit habe ich meiner Frau vertraut. Ich war bereit, meine Rechte zu haben. Schauen wir mal, das war. Wir sind bei Gina. Mal schauen, ob wir hier den lieben. Ja, mit den Namen ist immer schwierig. Den Rittersporn finden. Ja, die Quest haben wir schon Ewigkeiten. Ja, später vielleicht.
Nicht wieder der Bankier. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintragen. Da bist du hier nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Bessere Kronen. Okay, hier habe ich drüben dann. Rüstungstyp gesehen. Der vielleicht ein Rüstungsbauenschwert hat. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Zwergenschmiedewerkzeug. Oh, wir haben viel Geld. Wir können. Elfenschmiedewerkzeug. Kann ein Händler verkauft oder ein Handwerkzutaten zerlegt werden. Okay, und wir können es nicht nutzen als Reparaturdings. Das ist schade. Stahlwaffe 116 Schaden. Ach, nee. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Ja. Bis dann. Sorry. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Jo. Ist in welchen Hersitz hier war? Wo ist das Haus von Rittersporn? Diese Armee auf der anderen Flussseite. Hier war das Bad, hier könnten wir mal den Typen fragen. Ob du uns mal helfen will. Ist nicht zu Hause. Happen. Wollen wir nicht fragen. Jetzt habe ich aber Appetit. Au! Und wo ist denn der Boss hier? Sieh an, wer da kommt. Eugen Trapp. Ich dachte, du kannst Badehäuser nicht ausstehen. Stimmt, aber mein Doktor hat es mir verschrieben. Welcher Städter? Schulterschmerzen. Da ist heißes Wasser angeblich die beste Medizin. Weißt du, was noch besser ist, alter Freund? Achtest du auf den Kopf? Dann vermehren die Kronen sich von selbst. Kann ich nur empfehlen. Aber deine Frau sollte nichts davon. Da nur noch einmal den Typen hier, der uns. Wie kann man nicht aufhalten? Diesen Namen ich mich nicht mehr daran erinnere. Selbst den wollten sie in den Körper werfen. Du bist der Chef von diesem Puff hier. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Nicht anzutreffen. An den Rufen. Was gibt's, Mörder? Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Tja. Irgendwo. Zeigst du mir dein Schwert? Papa mag Elfen nicht so. Bist du ein Elf? Tja, die Orientierung ohne Questkompass ist ein bisschen. Naja. Ein Hexer. Ewiges Feuer.
hier ist keiner. Okay, wo sind wir hier gerade? Da ist der Platz des Hinreichen. Ich meine mich so daran zu erinnern, dass das irgendwo das Kabuff vom Rittersporn irgendwo hier war. Dann müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Ansonsten werden wir hier keinen finden. Begeben wir uns erstmal nach Skellige und schauen dann weiter. Vielleicht ist das auch das Klügste. Bevor wir uns hier in Novigrad verirren. Seltsam sieht er aus. Aber die Frauen sind faszinierend. Bist du ein Zauberer? Was in aller meine Erinnerung. Okay, da an dem sind wir mehrere Male vorbeigelaufen. Mann von Hurensohn. Haben den nicht schon besiegt? Ja, war doch getötet, den Hurensohn. Hurensohn Julia. Ich auch irgendwo Triss versteckt. Ja, hier oder so. Oder nicht. Aber Triss wollte nach Piamont hin. Warum wir die noch nicht getroffen haben. Diese Temeria, alle Feiglinge, sind über den Ponta geflohen, statt ihre Heimat zu verteidigen. Ja, genau das ist Triss. Die hat sie ihr Ding jetzt aufgestellt. Hier waren wir mal. Die Theaterfolge könnte man noch ansprechen. Eine Rittersperrung des Sporns ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Und den erstmal gut finden würden. Irgendwann durch Zufall. Gib uns einen Kopf. Wo hatte der sein Haus? So, aus dem Weg. So ein paar Banditen aus dem Weg geschafft. Patronen. Streitkolben. Was will ich damit? Brauchst auch Geld, wie? Ach toll. Ja, die Queste. Die hatten wir. Predigt eines besorgten Bürgers. Hier wären wir wieder auf dem Platz des Hierarchen. Ein Kunde mit Verstand wird aber sofort sehen, dass ich die besten. Vom Platz des Hierarchen ging es auch irgendwo hin. Da kamen wir auch irgendwie zu einem. Da gab es hier einen Weg zu. Zu dem Schauspielzeugs. Waren wir auch mal, als wir nach Triss gesucht haben, aber hier waren sie nicht. Tja, schlechte Erinnerungen dazu.
Das ist der goldene Stürmer. Jetzt gerade gar nicht so viel los. Ach, ist mir scheißegal. Schrecklich. Ja. Ich laufe hier noch ein bisschen rum, vielleicht stoßen wir durch Zufall mal auf einen der Freunde. Tja, jetzt sind wir hier eher außerhalb. Ich glaube, hier finden wir nicht wirklich was. Okay, ich erinnere mich, dass wir hier auch mal lang gegangen sind. Okay, links oder rechts? Rechts. Hilfe! Rette mich! Auf die Knie! Vor dem ewigen Feuer! Röntchenvögel? Na, es ist doch hier. Siehst du diese Visage? Ist das nicht das Haus von... Hier, Rittersporn. Hallöchen. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Was ist eigentlich diesen Laden hier? Woher kennst du Priscilla? Bist du ein Porträt von der Reichenfahrt? Du bist. Okay, der hilft uns hier nicht weiter. Ich habe ein Porträt des Hierarchen Himmelfahrt übrig. Willst du es haben? Ja. Ist es von einem dieser Halblingmaler? Ja. Herrlich. Ich werde es im Rosmarin und Thymian aufhängen. Dann laufen die Inspektionen durch die Tempelwache bestimmt glatter. Ah ja. Bis dann, Rittersporn. Tja, da weiß ich auch nicht. Bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Okay. Rittersporn ist doch. Tja. Soltan vielleicht? Soltan? Soltan? Geralt? Ah, ja. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Vesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Okay, vielleicht sollte ich mal ins Questmenü gucken, mal gucken, ob es da irgendwelche Unterpunkte gibt. Quests. Ne, gibt's nicht. Tja. Müssen wir nach einer weiteren Freunden gucken. Ist Rittersporn keiner? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Er kann nicht kämpfen. Bis dann, Rittersporn. Den Kollegen hier ursprünglich im Bad war, wo den. Den könnten wir gebrauchen. Der hat bestimmt einen Namen hier. Hey, grauer Ritter! Wo bist du? Was soll die Eile? Aber puh. Wo finden wir den? Okay, ansonsten sollten wir mal. Wo war das?
Einsame Hütte war das nicht. Das Anwesen der diese adlige Familie, die könnte man doch befragen. Ansonsten muss ich erstmal hier hingehen. Ich erinnere mich nicht, dass da noch ein. Da war noch einer. Das reißt sich schon damit. Plätze. Ich hassen sie auch, Wadger. Ich reite mal lieber außen lang. Geht in Umständen. Na, das ist doch klar, wie das auf manchen Strecken schneller. Hier ist verboten, schnell zu reiten, aber. Ah ja, hier. Auf manchen Strecken. Was sonst noch fahren, den Kaiser? Wo soll's hingehen, werte Dame? Lass mich in Ruhe. Ja, dann machen wir halt einen riesigen Umweg. Würde ich halt hier schon so lang. Vor links. Ruhig Blitzer. Was, wenn er bei dir ein Hexer wird, ne? Okay, ich muss noch mal außen rum. Vielleicht kommen wir auch aus Versehen an dem Anwesen an, wo er hier. Da wäre das eine Pferderennen, bloß da gibt es diese große Pferderennen-Station. Schwierig ohne Quest-Kompass. Bei den einzelnen Zwischenquests, die wir hatten, hatten wir immer den Luxus, dass wir einen Kompass hatten, der uns so ein Navi, was uns weitergeholfen hat. Hier in dem Dorf hatten wir doch. Wir haben es doch irgendwo ein Haus, wo der. Wo der eine Kleiderhändler drin war. Oder nicht? Sie gerufen, die müssen wir. Das wäre eigentlich ein Ding. Könnten wir brauchen. Aber wo hat der sein Versteck? Und ganz toll wäre es natürlich mal irgendwie noch. Die Anwesen der Wegeboots, das wäre das. Da würde ich gerne noch hin, würde ich die mal drum bitten. Würde ich dann noch gucken, ob die noch. Die Tochter da noch. Die noch Unterstützung geben kann.
die Grafentochter. Sieht auf jeden Fall eine kleine Armee. Ansonsten würde ich mich nochmal zu dem Grafen, zum roten Baron begeben. Und die mal um Hilfe fragen. Ansonsten nochmal beim Kaiser vorbeigucken. Und danach gehen wir einfach mal nach Skellige und fangen mit der Quest an. Skandalös, solche Missgeburten in die Stadt zu lassen. Ach, die Leiche haben sie nicht aufgeräumt. Liegt noch dort. Leiche der Mutter haben sie. Praktisch. Einfach hängen lassen. Aha. Eingesperrt sind wir. Wo ist denn die Madame? Stetten. Eine Abscheulichkeit. Jan, noch ein Mutant. Fort mit dir. Kammerdiener. Könnte wissen, wo sein Herren ist. Treibt sich doch manchmal auf dem Gelände rum. Jetzt sollten wir jemanden begucken. Labyrinth mal gucken. Ach du Scheiße. Oh, die Bug. Jetzt haben wir uns hier im Labyrinth verloren. Ich befürchte, die Herren ist nicht zu Hause. Einfach Maskenballbesucher. Ihr wisst schon, dass der Maskenball seit knapp einem Monat vorbei ist. Auch interessant. Tja. Schnauzbartkratz. Wo könnten wir die noch finden? Verflucht.
ja. Oh, ganz schön kalt. Schör dich weg! Treib dich hier nicht rum! Friss Scheiße! Geh mir aus den Augen! Sehr freundliche Wachen hier. Ja. Oder so. Sieh an, noch ein Mutant. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ah, hier, hier haben wir noch. Seht nur, wie es da hinten rast, das Ross. Das Pferderennen. Ist sie nicht das? Ja, ja, ja.